was bisher geschah. Oh, nee. Er ist es nicht! Halt, verdammte Maul, Marguerite! Was hast du für ihn gemacht? Raus hier, verdammt! Du bist ein Mistkerl! Ich kann es nicht glauben, Mistkerl! Er ist es nicht! Und so geht es jetzt weiter bei Let's Play Resident Evil 7. Und damit herzlich willkommen hier zur neuen Aufnahmesession von Resident Evil 7. Ich heiße euch herzlich willkommen, hoffe ihr habt die Windeln wieder eingepackt oder um und habt ein bisschen Knabberzeug dabei, denn es wird schaurig schön und ein bisschen was zum Knabbern ist sicherlich auch gut. Und da klingelt auch schon das Telefon. Mann, was ist denn hier los? Ist das vielleicht wieder Zoe? Gut gemacht, Ethan. Zoe, stimmt's? Wer zum Teufel sind diese Leute? Hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verliere nicht. Er ist wichtig. Reizendes Mädchen. Ja, da gebe ich dir nicht ganz Unrecht, Ethan, auch wenn ich nicht so genau weiß, wer Zoe überhaupt ist. Mir ist übrigens aufgefallen, ich mache ja, dadurch, dass ich mit OBS jetzt aufnehme, dieses Spiel, das ist das erste, was ich überhaupt damit aufnehme, mache ich ja keine Begrüßung jeden Part, sondern nehme durchweg auf und habe dann mir so ein bisschen was anderes ausgedacht, mit einer Endsequenz und einer Anfangssequenz, und ja, da könnt ihr mir ja mal sehr, sehr gerne jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Weil wenn ihr das nicht so geil findet und ich das lieber einfach so hochladen soll, ohne irgendwas zu bearbeiten, dann immer rein mit in die Kommentare, weil so kann ich ja nur wissen, ob euch das gefällt oder eben nicht. Und kann das bearbeiten oder kann überhaupt was damit anfangen. Und ja, das mache ich wie gesagt, weil ich halt mit OBS aufnehme. Okay, hier ist keiner mehr. Das mache ich halt, weil ich mit OBS aufnehme, wie gesagt. Was ist das denn auch? Die haben da hinten irgendwelches Papier hingeklebt in der Küche. Also ich voll... das sieht gar nicht mal so unlecker aus. Könnte noch vor der Zeit sein, bevor die hier so ausgeflippt. Die Oma ist weg. Verdammte Hacke, wo ist die Oma hin? Da klopft einer. Hey, hier drüben! Ah, Polizei! Hey, hilf mir, Kumpel! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus! Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay. Das klingt schon besser. Gut. Treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Da kommt er wohl doch ins Grü... Danke, toll. Das Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ich bin ja mega beeindruckt. Da denkt man, die... Das habe ich mich auch gefragt. So ein typisches Resident Evil Messer, was man aus den alten Teilen kennt. Ich hoffe, das ist in diesem Teil besser als in den älteren Teilen. So, wir haben ja den Dietrich dabei. Damit können wir ja das hier aufschließen. Oh, erste Hilfe-Arzenei. Sehr, sehr cool. Ich spiele jetzt das Ganze übrigens mit Gamepad, weil ich komme damit besser klar und kann diesen machen. Also mich schnell umdrehen und einfach mal wegrennen. Was, wenn ich flüchte vor irgendwie der Baker-Familie, ganz gut sein könnte. Des Weiteren habe ich auch, wo ich mir die letzten... Oh, Pistolenmunition. Wo ich mir die letzten Parts angesehen habe, festgestellt, dass Zoe, oder zumindest, dass es sich so angehört hat von der Stimme her, als ob Zoe uns hier... Moment. Als ob Zoe uns hier unsere Hand wieder dran getackert oder genäht hätte.
Zumindest war es von der Stimme her so. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das wahr ist oder richtig ist. Das werden wir auf jeden Fall noch herausfinden. Auf jeden Fall können wir jetzt erstmal in die Garage. Und können jetzt... Na, das erstmal hier aufschneiden. Und dann treffen wir uns mit dem Polizisten. Ich hoffe, der wird uns auch wirklich eine Hilfe sein. Aber wir sind am Anfang des Spiels. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Das Tor. Warum geht das... Ich hab das nicht... Oh, scheiß! Ne, Alter! Das ist nicht... Eine Waffe. Eine Waffe. Ich hab ne... Oh Gott. Da liegt was. Autoschlüssel. Was? Da steht ein Auto. Warte. Kann ich da... Aua, der hat irgendwas auf mich draufgeschmissen, die Sau. Kann ich... Mach den Autoschlüssel. Ich kann fahren. Ich kann... Jetzt verpiss dich! Ich kann Auto fahren. Ist ja der Wahnsinn. So, mein Kumpel. Ja. Na komm schon, ich bin heiß auf dich. Du Dreckskerl. Er steht nicht wieder auf. Kann ich aussteigen? Ist er tot? Habe ich ihn? Nee. Das ist nicht dein Ernst. Oh, Kumpel. Ja. Oh, der Drecksack lässt mich nicht fahren. Ah, ich muss dagegen halten. Scheiße. Oh nein. Du und ich. Nein. Warum mache ich das eigentlich? Ich gebe doch Gas und nicht der. Nein. Scheiße, zieh den Kopf ein, Eason. Alter, ich bin jetzt selbst nach hinten gegangen, als... Alter! Oh, ist das Spiel brutal! Wir haben eine Waffe und unser Kumpel ist down. Ne! Ne! Oh Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl! Kumpel, du brennst da leicht. Oh shit! Du brennst, verdammt! Oh! Alter, ich zuck übel zurück. Eason, steh auf, verdammt. Der liegt direkt neben dir. Der ist noch nicht tot. Ich vermute. Der lässt sich doch von so ein bisschen Feuer nicht abhängen. Oh Gott, steh auf, Eason. Da ist noch ein Schrank. Oh, da ist die Chemikalie. Ist hier hinten noch irgendwas? Gibt's am Auto noch... Hier ist noch ein Schrank. Den kann ich auch noch öffnen. Ah, erste Hilfe-Arzenei. Das läuft ja gut. Wir haben keine Munition verschwendet. Und da ist eine Leiter. Ist hier sonst noch irgendwas? Hat der Polizist... Alter, den hat der einfach so mit dieser Axt... den Chaos gemacht, ey. Wie viel Munition haben wir? 20 Schuss, ne? Mensch, das ist doch... Wir haben keine Munition... Alter. Die sind unbesiegbar. Leiter hoch, komm. Leiter hoch. Nein! Bist du hässlich? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Ja, oder auch... Oh nein, Scheiße. Nein! Um Gottes Himmels Willen. Der zappelt doch immer noch, der ist immer noch nicht tot. Man kann die wahrscheinlich nur außer Gefecht setzen, oder? Alter, ich muss hier weg. Es scheint aber auch so, als ob... Oh, Flintenmunition, sehr geil. Es scheint aber auch so... Ah, warte mal, was haben wir hier? Ah, das brauche ich bestimmt für die Tür. Ah! Es scheint auch so, als ob die das nicht freiwillig machen. Als ob die irgendwie... das machen müssen, als ob die von irgendwas getrieben werden.
So, hier oben gibt es sonst nichts mehr. Kann ich hier noch drüber balancieren? Nö. Okay, dann komme ich ja hier wieder. Erstmal beiseite. Schieben den Scheiß hier. Na. Puh. Und dann hier runter wieder. Alter. Puh. Was für eine irre Fahrt. Man kann es nicht anders sagen. Okay. Ich will in den Safe Room. Ich will dringend abspeichern. Boah, kann ich... Oh! Gibt's denn tatsächlich eine Safe Room Musik? Ach nice, schön. Ich finde das wirklich gut, dass sie das wieder so eingeführt haben. Moment mal, habe ich jetzt... Nee, ich habe schon das Richtige überspeichert, das ist sehr gut. So, wir haben dreimal erste Hilfe-Arznei. Da mache ich mal eins noch in die Kiste, ja? Warum? Die Flintmunition haue ich auch in die Kiste. Das müssen wir mitnehmen. Ich glaube, fünf Pistolenmunition lasse ich mal in der Kiste, oder? Und die Chemikalie auch. Dann nehme ich das so mit und sortiere das einmal. Ich frage mich auch, für was die Münzen gut sind hier. Die haben wir aus der Demo freigespielt. Die haben wir gefunden. Ja, und die haben wir durch den Bonus, also den Vorbestellerbonus bekommen. Aber was die bedeutet, keine Ahnung. Ich speichere gleich nochmal. Zum Glück gibt es ja keine Farbbänder. Alter Falter, das war wieder... Das war wieder ganz toll. Das ist ja ein Trip. So, haben wir hier jetzt noch irgendwas, was man vielleicht auf... Die alte Dame ist auch weg. Bei der alten Dame bin ich auch so ein bisschen... Ich bin am Hin und Her überlegen. Mia, ja? Mia ist ja von irgendjemanden besessen. Oder zumindest... Ah, ich weiß nicht, irgendwas. Die alte Dame... Da hinten ist ein Haus. Ich vermute, die alte Dame ist wichtiger, als man vielleicht denkt zu Beginn des Spiels. Boah, wie der Wind hier durch die Rillen pfeift. Da ist ein Wohnwagen. Ob wir da auch noch hinkommen? Das wäre total cool. Wenn wir alles, was wir hier so sehen... Wer ist denn eigentlich hier auf dem Bild drauf gewesen? Da ist ein Mädchen drauf. Kann es vielleicht sein, dass Zoe auch Teil der Baker-Familie ist? Was ist das denn? Ach, ein Buch, einfach nur, okay. Kann es sein, dass sie vielleicht Teil der Baker-Familie ist und sie nicht durch irgendwas infiziert wurde, wodurch sie so abgedreht ist und sie immer wieder lebt? Eine große Eingangshalle. Na Mensch, das kommt mir aber bekannt vor. Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 lässt grüßen. Und ich glaube, hier steht echt jemand auf dieser. Shoot me, shoot me. Schieß auf mich, schieß auf mich. Er ist hier und dort und überall. Muss ich vielleicht alle diese Puppen kaputt kriegen? Aber was bringen die? Ich meine, wenn das schon steht, schieß auf mich, schieß auf mich. Na gut, in den Safe Room kann ich auch später nochmal gehen. Da war ja auch noch so eine Puppe. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Ich meine, wir haben auch eine Errungenschaft bekommen. Ich hoffe, es war die richtige Wahl. Schießpulver. Da ist so eine Tasche. Warum nimmt denn die Tasche nicht mit? Antike Münze. Noch so eine Münze. Für was brauchen wir denn die... Oh nein. Ist das wieder Zoe? Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal.
Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Warum kann sie uns anrufen? Wir können aber keinen Anruf nach draußen. Oh, hab ich mich jetzt vor dem Schatten da erschrocken. Ich hab so eine Angst bei dem Spiel, ey. Warum kann sie uns anrufen? Wir können aber keinen Anruf nach draußen schicken und sie ist tatsächlich Teil dieser Familie. Aber sie ist nicht infiziert. Aber was spielt sie dann für eine Rolle? Und warum? Sie beobachtet uns ja tatsächlich. Und Leute, wisst ihr, was ich geil finde? Es gibt tatsächlich wieder solche Rätsel. Man braucht wieder Schlüssel für das Haus hier. Man kann wahrscheinlich alles wieder frei erkunden und Backtracking betreiben. Das ist Resident Evil. So muss das sein. So muss das sein. Und hier brauchen wir bestimmt einen Skorpionschlüssel, oder? Ich würde es doch fast vermuten. Ohrenpende. Ein Ohrenpende. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde, eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff oder, ja, Mr., Mrs.? Mrs. heißt das. Von Mrs. Midkiff fährt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Elissa Ashcroft, 19. Januar 2016. Na, wahrscheinlich hat die Baker-Familie einfach die ganzen Leute. Ich habe irgendein Pfeifen gehört. Die ganzen Leute hat hier eingesammelt. Projektor? Das ist doch unter Garantie ein Rätsel. Bestimmt irgendein Schattenrätsel, oder? Ich könnte es mir sogar vorstellen. Da hängt eine Flinte. Boah, das ist ja wirklich wie in Resident Evil 1. Jetzt sagt mir nicht, dass die echt das Rätsel übernommen haben. Aus Resident Evil 1, wo man sich eine zweite Knarre holen muss. Oder so eine ähnliche. Oder so ein, So ein Nachbau halt. Die man dann hier reinhängen muss, weil sonst die Tür zu... Ich fasse es nicht. Also wenn das echt so sein sollte. Also dann bin ich... Also wirklich, Leute, dann wird das hier das beste Spiel des Jahres für mich. Dann hat mich Resident Evil 7 vollkommen überzeugt. Wenn sie dieses Rätsel wieder aufleben lassen, dann bin ich voll dabei. So, wir haben einen Uhrenpendel. Das möchte ich nicht übersehen. Und wir hatten noch eine Uhr hier in der Stube. Das weiß ich auch. Und ich möchte jetzt gucken, ob wir das dort ansetzen können, um vielleicht irgendwas damit machen können. Ah, weißer Hundekopf. Oh nein, hörst du auch bitte wieder auf? Oh Mann, ich hoffe, das hat jetzt niemanden angelockt, ey. Mich würde es nicht wundern, wenn der Vati wieder auf der Matte steht, ey. Mich würde es überhaupt nicht wundern. Oh oh. Ich gehe nochmal in den Safe Room zurück. Schalala, wenn wir die Möglichkeit schon haben. Tür zu, bitte.
Ich möchte mal kurz ins Inventar gucken. Warum sind denn die nicht mehr auf Quickslot? Munition, Schießpulver, so eine antike Münze, für was wir die brauchen? Weißer Hundekopf, ein Relief aus Kupfernickel in Form eines Hundekopfes. Das können wir ja auf jeden Fall mitnehmen. Das Kraut packe ich weg. Das nehme ich... Auch das Schießpulver packe ich weg und die Münze packe ich auch erstmal noch weg. Jetzt haben wir schon zwei antike Münzen. Für was sind die Münzen gut? Ach so, und dann können wir ja hier... Für was auch immer die Wackerköpfe gut sind oder eben nicht. Ich speichere nochmal erneut. Wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus. Weiß ich. Alles gut. Gut, dann zurück in die Haupthalle. Oder den Haupteingang. Ich flitze mal ein bisschen. Ich bin gerade mal so frei und ich fühle mich gerade mal ein bisschen sicher, weil wir halt gerade erst einen Hauptkampf hatten. Das war's für heute mit Resident Evil 7. Wenn euch das Projekt gefällt, schreibt mir gerne einmal euer Feedback in die Kommentare oder lasst mir ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Und bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.